Wir leben in einer Welt des Fortschritts. Damit hat in unser Leben eine Art Verbesserungspflicht Einzug gehalten, die alle Dinge und auch jeden Menschen unmittelbar betrifft. Niemand ist mehr gut genug, so wie er heute bereits ist. In vielen Menschen lodert ein Feuer der Unzufriedenheit mit dem jetzigen Zustand. Wir werden von der Aussicht auf eine bessere Zukunft belastet und wir unterliegen einem Zug nach oben. Die Annahme dabei, weiter oben ist es besser. Dieser Zwang zur Entwicklung führt uns in eine Logik des Vergleichens. Es geht um ein besser oder schlechter. Der neue Zustand, also das Morgen, möge doch bitte besser sein als das Heute. So wie wir es aus der Computerwelt kennen, gibt es auch für uns ein ständiges Update. Heute sind wir noch in Version 3.45 zu haben, morgen aber kommen wir in Version 4.0 ganz neu auf den Markt der Möglichkeiten. Folgen Sie Nietzsches Rat und bejahen Sie das Notwendige, weil es ohnehin unvermeidbar ist. Am besten sind Sie als Führungskraft für die neue Zeit aufgestellt, wenn Sie Ihren Führungsalltag zur Übung machen. Der Alltag wird zum Trainingslager, zum ständigen Lernfeld. Wie das am besten geht und welche Kompetenzen dafür notwendig sind, zeigen wir Ihnen in diesem Buch.